Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Hallo, ihr Lieben. Ja, was sind die zwei wieder bekloppt, ne? Ja, klar, also ein schöner Tag. Bei dem Wetter ist das wohl logisch, ne? Ist ein bisschen viel Sonne, wir dürfen arbeiten, anstatt am Strand oder am Baggerloch rumzuliegen. Ja, ne? Stell dir mal vor, wir müssten jetzt am Baggerloch liegen. Nee, das wäre überhaupt nicht schön. Oh Gott. Und dann noch ein gekühltes Getränk dabei. Nein. Mit Schaum oben, ne? Ja, und oh, jetzt krieg ich aber Durst. Und stell dir mal vor, die würden uns auch noch abonnieren. Ja, und Daumen rauf. Ja. Das wär mal, noch und das ist das Erste in eigener Sache. Und das Zweite ist in eigener Sache. Jürgen sucht dringend einen neuen Mitarbeiter. Nochmal den Aufruf. Und ich suche auch dringend einen neuen Mitarbeiter. hjfaul@gmx.de s.schäfer@kfz-parsch.de. Bitte Bewerbung hinschreiben. Wir haben schon richtig adäquate Bewerbung habe leider noch nicht bekommen. Also ausgebildete Kfz-Mechatronikerinnen und sonstige, aber wir hätten gerne den Kfz-Mechatroniker. Ich habe eine Bewerbung bekommen aus Montenegro. Aus Montenegro? Ja, aber leider nicht EU, ne? Kriegt ja keine Arbeitserlaubnis und nichts. Alles schwierig. Okay, gut. Also das wäre toll, wenn er uns Bewerbungen, wir brauchen dann Mitarbeiter. Ja. Nicht so einfach, gerade auf dem Markt, selbst für uns nicht. So, und das geht heute wieder los mit Neuem aus der Werkstatt. Yep. Boah, aus einem schönen VW-Bus. Aber da drin, aber wirklich. Jetzt sehr cool, nicht, dass einer auf die Idee kommt und sagt, die haben jetzt da drin gesessen, ohne Schonbezüge, ohne alles. Ne? Also, frische Anzüge. Ist sauber, ne? Sauber. Ich habe mich nicht versaut hier drin. Nee, ist aus dem Grau. Sind dunkle Schonbezüge, dunkle Sitze, das passt nicht genau, das passt genau zu mir. Nee, alles gut. Der Kunde bemängelt, dass er keine gute Sicht hat mit seinen Scheinwerfern. Und da haben wir... gute Sicht nützt, gute Sicht schützt. Guten Tag, Herr Parsch. Ne? Ich kann mich den raussetzen. Ja, sehr. Ja, kannst du machen, tut mir leid schon. Und Franz, wenn schnell geht, macht nichts. hat er das jetzt zu dir gesagt, Papa? Guck mal. So, der bemängelt, dass die Scheinwerfer nicht genug Licht, also nicht hell genug ist, sind. Und, mir tropft Schweiß in die Augen. Und warte, das war bis jetzt nichts getan. Ja, gerade davon, vom Nichts. Ja. So, die Scheinwerfereinstellung ist in Ordnung. Aber irgendwie scheint das ein bisschen blind, ne? Ja. So ein Scheinwerfer braucht ja, um richtig zu scheinen, auch einen vernünftigen Reflektor. Ja, und auch vorne die Streuscheibe ist auch so ein bisschen angelaufen. Da kann man ja polieren. Gibt es auch so ein Video von unserer Erklärung, dass man das nicht darf? Kann man schon angucken. Kann man auch polieren? Darf man aber nicht. So, und guckt euch mal hier innen drin den Reflektor an. Jetzt sieht man es besonders gut. Oder siehst du das? Ja, der Basti sieht das dann nicht. Pass auf, ich mache mal das Licht aus. Oder nur Standlicht an, vielleicht siehst du es dann besser. Ah, so ist gut. Jetzt siehst du es? Mhm. Siehst du, wie das angelaufen ist dort? Auf der Seite. So, und das Gleiche. Basti, komm mal rüber. Die sind da voll weggebrannt. Aber nur nach oben hin, ne? Aufsteigende Hitze. Wir haben jetzt auch vom Rennen. Von einem Zuschauer, der hat uns Glühlampen zugeschickt. H7 Glühlampen zugeschickt, zwei Stück. Ich hatte die gerade hier hingestellt, weil ich da jetzt gerade was machen wollte. Ja, Chef, wir müssen ja arbeiten. Fährst du da mit raus mit dem, oder was? Nein, ich komm, einen neuen drück mal. Drück mal in die Richtung, Hier ist auch die Sonne. Ja, dann schwitzt du ein bisschen, ne? Hier ist auch die Sonne. Pass auf, dann tun wir die Kiste weg, dann müssen wir kommen wir trotzdem bei dir in die Ecke. Weil wir haben dort drei. Ich vermute, dass dem eine schon hops gegangen ist. Sind vier. Sind vier? Zwei und innen drin auch noch zwei. Genau. Einsendung. Wer billig kauft, kauft zweimal. Viermal Halogen. Aber die Sendung heißt anders. Wer zweimal kauft, kauft öfters. Ist das auch nicht? Xenon-Effekt. Preis. Jetzt ratet mal. Die kostet normal 10 Euro im Verkauf. Preis. 50 Cent. Anmerkung. Beim Testen in Deckung gehen, Brand- und Explosionsgefahr. Wir das ist ja mal interessant. Brand- und Explosionsgefahr. Das ist mal geil. Aber dann machen wir das nicht da hinten in der Ecke, weil dann hast du gefährlich. Soll ich eine Batterie holen? Ja, machen wir hier mit dem Startgerät. Ich hole eine Batterie. Oder reicht das Startgerät? Ich habe das Startgerät. Müssen aber noch Käbelchen haben, ne? Zwei Klemmen. Ja. Wo hast du die? Beim Werner?
Guck mal ein bisschen aus der Sonne raus, dann kommen wir ein bisschen besser. Nicht zu machen, nicht zu machen! Ja, alles klar. So. Hier schon Kärbchen holen. Und ja. Dann machen wir da mal ein bisschen Saft drauf. Das ist die einzige Möglichkeit, dass hier Luft durch den Raum geht, die dadurch. Ah. Die geht hier durch und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Ha. Herrlich. Ja, wenn du 30 Grad hast, der schmilzt doch, das schmilzt in jeder Werkstatt. Und unsere, die Kluft, die wir anhaben, die Anzüge, die Arbeitsschuhe, wir müssen Arbeitsschuhe tragen, geht nicht anders. Wenn uns was auf den Fuß fällt und wir haben Verletzungen, dann sagt die Berufsgenossenschaft, so geht das nicht, meine Freunde. Da zahlen wir nicht. Aber gut, auch das werden wir überleben. Warte mal, wenn man hier seit Explosionsgefahr, also. Also dann tun wir mal. So, einmal. Hier haben wir den Zettel. Kann man ja irgendwie nicht zwei Steckerchen da dran machen? Die kommen aneinander da. Einmal. Zweimal. Okay. So, jetzt habe ich hier. Da ist dran. Du bist dran. Basti? Du bist. Ich zieh dir mal meine Brille an. Ich weiß nicht, was sie macht. Ich geh mal zu Basti. Nee, warte, ich geh mal hier hin. Warte, geht nichts. Das geht nichts. Geht gar nicht. Wir haben doch Spannung drauf. Ja, warte mal. Hast du. Warte. Ja. Saft ist drauf. Geht gar nicht. Also, die ist schon tot? Geht überhaupt nicht. Wir haben ja genug davon. Hier sind noch ein paar. 50 Cent. Also, super. Da, die geht schon mal nicht. Wenn die nächste. Wofür kaufen wir es? Selbst die 50 Cent sind da zu teuer. Nummer 1. Nummer 2. Also, das ist schon mal die nicht geht. Die tun wir mal hier hin. So. Ja. Tu mal nicht drauf. Nee. Ich habe noch nicht drauf. Ja, warte. Ich mache auch noch nicht. Ich habe auch keinen Bock. Ich weiß. Das reicht, wenn der Basti aus den Ohren fliegt. Guck mal, was sich für ein Lichtkegel entwickelt, für einen komischen. Guck mal, was die macht. Siehst du das? Pass auf. Jetzt fängt es an zu qualmen. Hör mal, das habe ich noch nie gesehen. Guck mal, was die da macht. Ja, halt die Augen zu, Basti, das ist echt besser. Und das, was der Lichtkegel da drin macht, das wandert da drin. Was? Werner, geh mal da weg. Werner, geh mal weg mit der Lampe. Basti, riech mal, wie die stinkt. Boah. Da musst du auf jeden Fall reinstellen, Basti. Aber das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Erstens stinkt es. Irgendwas verbrennt da dran. Mach mal aus. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ja, hast du gesehen, wie die gequalmt hat? Ja. Komm hier mal die nächste. Mütze ab. Ich geh lieber weiter weg. Also mir kommt die komisch vor. Guck mal, was die macht. Der Lichtbogen wieder. Wie der plötzlich so auseinander geht, ne? Ja. Ja, guck, da fängt wieder an zu qualmen. Und wir haben sie nicht angefasst, ne? Die hatten eine Isolierung drum gehabt. Und der Lichtbogen, der jetzt da drin ist, da kannst du ganz gemütlich reingucken. Dann siehst du den Faden. Siehst du das? Wir gehen mal eine andere holen zum Vergleich, eine Markenqualität. Das stinkt wie die Pest, ne? Ob da ein Unterschied ist. Guck mal, was das qualmt. Hör mal, das ist doch unfassbar. 50 Cent. Das sind 50 Cent sogar zu teuer. Das sind selbst 50 Cent zu teuer. Ich mach aus. Boah, ey, guck mal, da ist. Hier oben ist da die brennt, schon schwarz? Da brennt die Isolation da oben brennt weg. Guck mal, so sieht es original aus. Dann brennt das da oben weg. So, und dann irgendwann ist das ganz weggebrannt. Und dann ist der Lichtkegel natürlich da in die Richtung auch noch raus. Aber ich habe jetzt hier mal eine.
Er ist aus höchster Qualität. Aber ich meine 50 Cent, ne? Was erwartest du davon? Ja, so, ich mach mal an. Guck mal da. Volle Möhre, Lichtkegel. Sauberes Lichtbild. Die andere war so, ist so langsam mehr geworden. Ja, ja, mehr geworden, dann wurde sie wieder weniger. Aber hier ist ein gleichmäßiges Lichtbild, gleichmäßiger Lichtkegel drin. So, mach mal weg. Ich nehme mal dabei hier so die letzte aus dem vier. Da sieht man direkt unten, es qualmt nichts, ne? Ja, aber auf. Das wäre ja noch schöner. Dass wir den Vergleich schon mal jetzt direkt haben. Dann nehmen wir jetzt mal, wow, heißt es auch. Die nochmal, wie sich der Lichtkegel da verändert. Gucken wir, ob die das auch macht. Ich traue denen nicht von 12 bis Mittag, den Dingern. Guck mal, erstmal klitzekleiner Lichtkegel, da kannst du so reingucken. Eben die war ganz extrem. Guck mal, die wird aber jetzt auch noch heller, ne, oder? Ja. Ich hole mal ein Thermometer. So, jetzt wird es immer weniger. So, jetzt guck ich mal mit Thermometer. Guck mal, der Faden da drin, das wird immer weniger. Qualmt schon wieder. Oben haben wir 170 Grad, habe ich da oben. Machen wir mal aus. Boah. 170 Grad habe ich da oben dran gemessen. Oben stinkt und qualmt. Ja, verbrennt da oben schon wieder so. Boah. Sehen wir mal die andere. Ich glaube, wenn du die bei einer Fahrt anlässt die ganze Zeit, ja, dann macht's paff. Dann sieht es vielleicht so aus wie bei dem T5 davon. Müssen wir mal gucken, was der für Lampen drin hat. So, ich mach mal an. Da, guck mal, sauber. Ist auch ein anderes Licht. Guck mal, es ist nicht so hell, ne, auch, ne? Ja. Durch die blaue Farbe sollen die anderen Lampen Xenon emittieren, ne? Ja, guck mal der Unterschied. Ich habe jetzt 80 Grad. 80 Grad? 90 Grad hatte ich mal kurz, 100. Fertig, aus. Und wie viel hatten wir eben? 170, ne? 170 oder sowas, oder 150 oder was war das, ne? 170. Und dann platzt die Lampe. Deswegen hat er auch gesagt, Explosionsgefahr. Also danke für das Zusenden von diesen, ja, super. Von diesen Lampen. Okay, machen wir aus. So, also da haben wir drei, eine funktioniert gar nicht von drei. Von vier. Und die werden, von vier, Entschuldigung. Und die werden super heiß, dass sogar oben diese Lackierung verbrennt. Dann lassen wir doch jetzt mal an den VW-Bus gucken, ja, was da für Lampen drin sind. Ob das jetzt auch irgendwelche No-Name-Lampen sind oder ob das Leuchtmittel sind aus... Ich muss die Augen erstmal ein bisschen zulassen. Ich habe nur noch einen grünen Punkt vor Augen. Ich auch. Ich habe nur noch einen grünen Punkt. Ich sehe gar nichts. Wie, du siehst gar nichts? Und siehst du nichts? Wir haben doch mal einen Helm geschenkt gekriegt. Den müssen wir jetzt an die anziehen. Nein, die müssen wir sowieso tragen. So, dann schauen wir hier mal rein. Aber der braucht in jedem Fall neue Scheinwerfer, ne? Ja, ja. Major, da. Guck mal, die haben da auch so einen komischen Punkt an der Stelle. Das ist ja. Das ist. Ne, ist Essos aus der Quelle. Ja, so ist es. Vielleicht hat der mal andere Lampen drin gehabt. Mal solche Lampen eingebaut. Also ich habe das so in der Art noch nicht gesehen. So stark verbrannt nach oben hin. Das sieht ja richtig aus, als wenn es viel zu heiß geworden wäre, ne? Ja. Das kenne ich so nicht. Ist auch nichts dran zu reparieren. Das heißt, ich kann den Spiegel und den Reflektor da drin nicht tauschen. Da gibt es keine Teile für. Genau. Und ich habe jetzt mal drei verschiedene Scheinwerfer besorgt. Ein Originalscheinwerfer. Einmal. Originali. Dann einen Scheinwerfer. Das ist etwas preiswerter. Und dann habe ich noch preiswerteren, aber den packe ich jetzt schon mal aus. Ich möchte gar nicht, dass er sieht, was für ein Hersteller das ist. Weil wir wollen ja keinen niedermachen. Einfach mal wirklich zu vergleichen, ist das Original von Nachbauten
gibt es da große Unterschiede. Und der ist genau der gleiche. Guck mal, der ist sogar genauso verpackt. Ne, der ist noch ein bisschen anders verpackt. Da ist noch Schaumstoff drin. Das ist der. Wie sieht denn das aus da dran? Stell mal direkt daneben, wenn man den Reflektor gucken, wie der aussieht. Also für mich ist der und der gleiche Hersteller. Wir haben die gleichen Klammern verwendet hier. Guck. Ja. Okay, wenn man jetzt hier sind sogar schon Lampen drin, wenn man original kauft, ne? Also da sind schon Leuchtmittel mit drin. Ja, hier musst du sie erst reinmachen. Da musst du erst reinmachen. Das hier ist 100% der gleiche Hersteller. Ja, also das sind beides die gleichen Hersteller. Zwar der eine ist hat einen anderen Markennamen, aber eigentlich ist es genau das gleiche, genauso gleich aufgebaut. Made in Taiwan. So, und der hier, der originale. Ist von der... Von der Optik her würde ich sagen, ist der was wertiger? Der ist made in Tschechische Republik. Der kommt aus der Tschechei. Der kommt aus Tschechei. Von VW. Okay. So, und. Der hier, der kostet 200. Oh, muss ich ja schon genau gucken. 230 Euro, glaube ich. Vom Reflektor her würde ich sagen, ist der hier eine etwas bessere Qualität, aber jetzt hier, dass so ein riesengroßer Unterschied ist, also... Also ich kann den jetzt auf Anhieb nicht sehen. Nee, also das jetzt mal ganz objektiv, würde ich sagen, weil die Hälfte kosten. Oft ist ja die Passgenauigkeit von diesen Bauteilen, ne, dass du was reinmachst, aber das sieht ganz genau so aus. Das sieht alles super aus. Ja. Also das sieht alles ganz genau. Wenn du dann einbaust, dass plötzlich irgendwo die Haube nicht richtig abschließt, weil irgendein Abstand hier anders ist. Aber hier die sehen optisch jetzt alle drei gleich aus. Also ich würde sagen, ich baue die ein, machen die Dings auseinander. Wir bauen das ein, schauen uns die Optik genau an. Und das machen wir jetzt gleich hier nach diesem Teil, weil wir werden das erst heute Nachmittag oder morgen früh auseinanderbauen können. Und dann schauen wir uns das an, wie es im eingebauten Zustand aussieht. Weil hier muss die ganze Front ab unten, ne? Genau, ja, sonst 1,5 Stunden Arbeit muss alles runter dafür. Das werden wir jetzt zeitlich nicht schaffen. Und dann bauen wir das ein und dann schaue ich mal, ob die Dinger passgenau sind. Und wenn die passgenau sind und ein gutes Lichtbild bringen, dann lassen wir da drin. Also dann finde ich das kein Verhältnis, dass die so teuer sind und die von der Qualität her und mit dem Baujahr zeitwertgerechte Instandsetzung. Genau, zeitwertgerechte Reparatur. Ne? Also es heißt nicht immer, dass das im Internet ist, ist auch scheiße. Ne? Das stimmt nicht. Ne? Das sieht man jetzt. Diese Lampen auf jeden Fall, sowas darf man nicht kaufen. Ja, man 50 sieht, Cent. Man sieht ja, was da mit so einem Reflektor passiert. Ne? Und die Temperatur von der einen Lampe war ja viel höher als die. Und dann ist es klar, dass ein Reflektor verbrennt. Sagen wir Lampe, von dem Leuchtmittel. So, und ja, dann bleibt es nicht aus, dass der Reflektor da einen Geist aufgibt, wenn er zu heiß wird. Gut, wir bauen das ein und das machen wir jetzt im Anschluss an das Video, genau. Maske haben wir schon runter gehabt, schon wieder drauf die Maske. Die Spaltmaße von den Scheiben verpassen ganz gut, also das ist okay. Ja.
100 Euro Preiswerter. Für 100 Euro Preiswerter, das ist echt, echt geil. Wenn man hier sieht, ist wirklich hier innen drin durchgebrannt. Und hier auch. Das ist schon echt der Hammer. Die Scherben waren hier vorne natürlich sowieso schon ein bisschen matt. Aber gut, Spaltmaße sind echt ganz cool. Jetzt stellen wir den gleich noch ein, aber das ist jetzt echt mal eine preiswerte Alternative, zeitwertgerechte Reparatur nennt man sowas. Also muss nicht immer das teuerste sein. Ich finde, die Scherbe. Genau, machen wir noch einen Langzeittest, dann schauen wir einfach mal so in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn das ein guter Kunde von uns ist, wie das ist mit den Scheinwerfern. Ne? Test ist immer gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter zum nächsten. Alarm! Zum Käfer draußen, den hole ich jetzt eben rein. Junge, also hier verbrenne ich mir die Finger. Ich kann das Lenkrad gar nicht Cabriolet. Anpacken. Es ist unglaublich. Heißes Auto. Boah. Ey, das. Geh mal eben das den Thermometer holen, was da hinten auf der Werkbank, auf meiner Werkzeugkiste liegt. Ja, man hört schon, der Wagen läuft nicht gut. Der blubbert nur. Als wenn ich auf allen Zylindern laufe. Aber man kann das gar nicht aushalten hier drin. Hier ist so heiß, das Lenkrad ist so heiß. Ist unfassbar. Wie viel haben wir denn hier? 50 Grad. Ja, guck mal. 57 Grad hat der Lenkrad. 59, 60. 63 Grad. Cool. Hier drin ist eine Innentemperatur von 63 Grad. Ja, ist doch schön. Wann machen wir mal den Lenkrad kannst du gar nicht anpacken. Über 68. Guck mal, Holger, ja. Holger, wann ist denn der nächste Aufguss? Ja, Klamotten aus, Aufguss. Der läuft nicht richtig, ne? Käfer, was für ein Baujahr? Junge, der Sitz hat 42 Grad. Ja, guck mal, ja, kannst du aber was drauf backen, wa? 41 Grad. Junge, da wird ganz schön viel Hartöl auf dem Sitz, zu lange sitzen bleibt. Was ist das für ein Baujahr hier? Oh, wow. Ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Leck mich, ey. Was? Ja, Käfer. 1303. Ein wunderschönes Cabriolet. Nur die Klimaanlage ist defekt. Ha. Wieso, geht das Dach nicht auf? Boah, leck mich. 1303. Kunde bemängelt? Dass der 1300 Kubik hat er tatsächlich, 32 kW. Das ist doch schon was. Baujahr 73. Ja. Also Kunde bemängelt, dass der Wagen keine Leistung hat, nicht auf allen Zylindern läuft. Und jetzt schauen wir mal, hat man ja auch gehört beim woran Laufen. Das liegt. Gehen wir eben die Zange holen. Ja. Herr Holger holt jetzt die Zange, um mal hinknien. Um hier die Zündgabel abzuziehen, einzeln, um zu sehen, welcher Zylinder nicht mitläuft. Hey, pack lieber nicht an. Ich habe das schon so oft eingeschossen gekriegt. Bist du feig, den kannst du mit den Händen mal hochziehen. Ja, kann man. So, jetzt prüfen wir jetzt mal, man kann das so schnell mal den Aus eigentlich führen. Hier auf der Seite kommt nicht so viel Bums raus. Das heißt, es wird auf jeden Fall auf der Seite sein, das Einzylinder aussetzt. Ich gucke jetzt erstmal auf der linken Seite. Und der läuft mit. Er läuft. Der läuft auch raus, jetzt der Pfeil abzogen. Der läuft nicht. Ja. Das ist die rechte Seite. Der läuft nicht. Der läuft. Das ist die linke Seite. Und das ist auch rechte Seite hier. Also die ganze Seite läuft nicht mit. Ja. Okay, rechte Seite läuft nicht mit. Mach mal aus, ja.
So, Zündfunke hat man gesehen, haben wir gehabt. Jetzt machen wir mal die Kerzen raus und klemmen die Kerzen an und gucken, ob der Zündfunke an der Kerze ankommt. Es könnte ja auch sein, dass irgendein Kabel kaputt ist. Das ist ein Vierzylinder Boxermotor. Und ja, schauen wir mal, oder die haben vielleicht die Zündreihenfolge vertauscht. Das kann natürlich auch sein. Er hat eine Zündreihenfolge, kann man hier lesen. 1-4-1-4-3-2. So, und hier oben kann man... Der erste Zylinder ist der... Also der hier. Kann man auch sehen, da ist die Markierung. Ja. Erster Zylinder. Ja, da sieht man. So, und dieser Strich zeigt dann hier rauf. Ne? Also das ist dann hier der erste Zylinder. Kommen wir mal gucken, der erste Zylinder ist dort hinten. Einfach hier. Ne, es passt. Das ist der erste Zylinder, ist ja richtig drauf. Also es ist 1, 2, also 1, 2, dann hier rüber, dritter und vierter Zylinder. So, dann machen wir wieder die Kerzen raus und schauen uns das mal an. Ist das mit Magnet? Oh, das geht schon. Klammer. Und der Jürgen, der ist ja vom alten Schlag, der weiß ja, wie das geht, weil da bricht man sich die Finger, deswegen sage ich, oh, da ist ja mein Hund. Hey. Hey, Tara! Ja, Hauptsache bei der Mama, ne? Tara! Tara! Komm! Ich bin Liebere. Das ist die Liebere. Du bist mein Schatz. Und du bist auch mein Schatz. Ja. Ja. Ist der Junge fertig? Ja. Ich hab mit meinen beiden Mädels ein bisschen gekuschelt. Ja. Wofür du Zeit hast, wenn du arbeitest. Ich habe da drin 60 Grad heißes Lenkrad angepackt. Wir brennen jetzt so die Hände. Wer ist das? Erste. Wir können ja mal spaßeshalber den Stecker draufstecken. Erste Zylinder hinten, der erste? Ja. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Das sieht eher nach was ganz anderem aus. So viel Öl in einem Zylinder. Das wird teuer. Mach mal den anderen nochmal raus. Nee. Andere ist nämlich der üblere. Ja. Ja, Jürgen, nimm mir den kurzen, den hier. Ja, ich muss erstmal hier drauf kommen. Hast du früher schon gerne gemacht, den Zylinder, ne? Mhm, immer wieder gerne. So, Kerze sieht genauso aus. Da, nass, voll Öl. Da hat keine Verbrennung stattgefunden in dem Zylinder. Kerze ist okay. Dann schauen wir mal. Die andere Kerze sah genauso aus, ne? Auch verölt. Ja. Ich schaue mal, ob ein Zündfunk hier ankommt, was ich auf jeden Fall glaube. Start's mal eben. Ja. Also der furzt jetzt ein bisschen, weil auf dem Zylinder natürlich jetzt keine Kerze drin ist. Jetzt schauen wir einfach mal, ob hier ein Zündfunke ist auf den Kerzen. Jo, stopp. Hast du die 1er Leitung abgezogen? Holger, oder? Ich habe die 1er Leitung abgezogen, damit wir keinen Zündfunken haben. Na schön. Start nochmal, Jürgen. Na, Funke ist da. Ja, ist gut. Okay, Zündfunke ist da. Funke ist da. Ja. Dann würde ich sagen... Kompression. Jetzt haben wir die Kompression. Ich gehe nach vorne, du weißt ja, wie es geht. Also früher, wie oft wir hier an solchen diesen Autos die Kompression gemessen haben. So, ich messe jetzt erstmal die Kompression von dem vorderen, von dem zweiten Zylinder. Ja, starte mal!
Jut. Das hörte sich aber nicht nach viel an. Ja, 8 Bar. 8 Bar? Ja. Ach so, okay. Dann messen wir mal den ersten Zylinder. Den hat er noch nicht. Ja. Jut. Wie viel haben wir da? 0 Bar. 0 Bar. Druckverlusttest? Ja. 0 Bar. Ja. Lass mal im Endoskop reingucken. Ja, wie die Ventile aussehen. Kein Druckverlusttest. Ja, wenn die Ventil kaputt ist. Und wenn die Ventil nicht kaputt ist, dann machen wir, gucken wir, also wenn da nichts weggebrannt ist, dann machen wir trotzdem eben einen Druckverlust. Ja. Guck mal ins Endoskop. Erklär mal eben. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. 36 Grad, kein Ventilator. Das Leben kommt mir gar nicht hart vor. 36 Grad. Ich hab die so lange unterhalten, die Zuschauer. Ja, du hast Fieber. Da hab ich auch schon 36 Grad. Mhm. So, jetzt gucken wir. Im Endoskop hier rein, machen wir einen anderen Aufsatz drauf, um auf die Ventile zu schauen und zu gucken, ob die Ventile eventuell nicht schließen. Ja, ich habe hier gerade. Problem? Nee, alles gut. Die Ventile nicht schließen, genau, da können wir hier, setzen wir so eine andere, einen anderen Winkel drauf, eine andere Optik drauf. Das heißt, wir können jetzt hier um die Ecke gucken. Wir gucken jetzt nicht geradeaus, ne? So geradeaus, sondern wir gucken jetzt hier so in die Ecke. Dann können wir auf die Ventile schauen. Jung, wenn du dich bewegst, ne? Keine Angst, ich bewege mich nicht. Dann kannst du mal einen Schlüssel besorgen für da vorne drauf. Ich bewege mich nicht. Du bewegst dich nicht, okay. Guck mal. Jetzt läuft es. Jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Mit dem Körbchen. So, jetzt gehen wir rein. So. Das ist der Kolben. Wie das da drin aussieht. Ein bisschen ölig das Ganze, ne? Ja. So, dann mal ein Ventil. Mal ein Ventil. Sieht aber ganz gut aus. Das andere Ventil sieht auch gut aus. Warte, ich muss mal nochmal drehen. Dann die andere Richtung drehen. So. Ah, guck mal, wie viel Öl da drin steht. Ja. Boah. Das Ventil sieht sauber aus, aber daneben sah es auch sauber aus. Ja. Mach mal zu, das Ventil. Warte mal ganz kurz, geh mal ein Stückchen raus. Mal ein bisschen raus. Warte mal ganz kurz, vielleicht kann, ja, kann ich sehen. Mach mal, wenn du es zumachst. Jetzt geh nicht zu. Irgendwann muss es ja zugehen. Ja, hätte schon längst zugehen müssen, mein Freund. Das kann doch nicht sein, dass das Ventil die ganze Zeit aufstehen bleibt. Das andere geht auf und zu, guck mal. Und das Ventil bleibt stehen. Was ist denn da passiert? Das gibt's doch nicht. Ja. Ja, da ist der Fehler. Such den Fehler. Ventil bleibt auch stehen, aber das hat nicht aufgesetzt. Dann ist das alles Sprit, was. Aber das geht doch gar nicht. Also ich bin jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das Freiläufer sind. Ja, muss ja sein, sonst hätte das Ventil ja aufgeschlagen und irgendeine Aufschlagfläche. Also. Warte mal. Vielleicht ist eine Nockenwelle dann gebrochen. Pass auf, weil der arbeitet ja auch nicht. Dann gucken wir mal, ob hier auch ein Ventil offen stehen bleibt. Das Kolbenboden. Ventil. Eins ist zu, anderes auch beide zu. Sind zu. So, okay. Ja, pass mal auf. Dann guck mal. So, Ventil. Ein Ventil geht auf. Geht wieder zu, andere geht auf, ne? Dann arbeitet. Aber hier ist so viel Öl drin. Das ist auch total viel Öl drin, ne? Ja. Aber das eine Ventil habe ich noch nie gesehen, sowas. Sollen wir mal den Ventildeckel abmachen? Ja. Von außen. Lass mal die Kerze eben reinmachen und dann machen wir den Ventildeckel mal auf der Seite. Kerze rein, warum? Weil wir die sowieso nachher wieder reinmachen müssen. Der läuft ja eh nicht. Ich brauche auch keine Kerze. Ah.
Ja, der hat doch die Stößel da drin. Der hat doch Stößel drin. Der hat doch innenliegende Nockenwellen. Und lange. Und lange Stöße, ja. Wenn die aushängen, wenn die sie aushängen. Vielleicht einer daneben gesprungen. Oder einer daneben gesprungen. Kipphebel ist daneben, oder? Ja. Hier ist der Kipphebel und hier ist der Stößel. Da ist alles lose innen drin, ne? Und da ist alles lose. Den kannst du so wieder reintun, aber es passiert nichts. Da ist also irgendwas kaputt gegangen innen drin. Ist der Motor auseinander, ne? Geh mal bitte eine Spitzzange. Reicht die krumme Spitzzange? Ja. Ja. Also hier in der Mitte hat der Nockenwellen liegen und dann sind so... wie heißen die Schlüssel nochmal? Stößelstangen. Diese Stößelstangen. Hier ist die Nockenwelle, die dann arbeitet. Und diese hast du sie rausgekriegt? Ja. So, und hier diese Stößelstange. Was ist damit passiert? Drückt dann auf die Nocken, drückt das nach vorne. Und dann ist hier dieser Kipphebel. Und dieser Kipphebel drückt dann da auf das Ventil drauf und öffnet damit und schließt damit das Ventil. Und hier ist irgendwas innen drin passiert. Weil man, normalerweise kann man das. Entweder ist da hinten rausgesprungen und das kann man nicht einfach so rein und raus machen. Das geht. Na, irgendwas ist da passiert. Nee, da ist es, wenn der Nocken weg wäre oder sowas. Ja. Wenn die Nocken, wenn der Nocken weg wäre. Und dadurch arbeitet das nicht mehr. Ja, okay, gut. Da muss der Motor raus, da muss der Motor zerlegt werden. Das machen wir selber nicht. Das können wir einfach auch gerade zeitlich nicht leisten. Wenn wir mit dem Kunden sprechen. Klar ist, Motor muss auseinandergenommen werden, da ist was mit der Nockenwelle und Diagnose gestellt. Schrauben wir die Kerzen wieder rein. Ich würde sagen, wir zwei gehen jetzt schön lecker in die Eisdiele. Ja. Baggersee, ich bin für den Baggersee und die Beine im Wasser legen lassen. Aber neben der Eisdiele ist auch noch eine Kneipe, ne? Ja, Pino, was sagst du dazu? Ist aber zu früh für Kneipe, ne Pino? Ist viel zu früh. Schönes Kölsch, was, ne? Ein Kölsch, okay. Und wir haben alle Kölsch, was mit zu arbeiten. Pino hat uns überredet. Euch eine gute Zeit, wie gesagt, vergesst das Abonnieren und das Liken nicht. Ne? Bis das nächste Mal. Wir freuen uns aufs nächste Video. Bis dann. Ciao, ciao.